herzlich willkommen bei der Familie der Streichinstrumente. Wir sind Herr und Frau Balbach und unterrichten schon sehr viele Jahre in der Musik- und Jugendkunstschule der Stadt Nürtingen Violine, Viola und Cello. Deshalb wollen wir dir heute die ganze Familie der Streichinstrumente vorstellen. Ich fange mal mit der Geige an. Die Geige ist sehr klein und klingt deswegen hell und silbrig. Und weil sie so klein und leicht ist, lässt sie sich bequem auf der Schulter spielen. Also da waren wir bei einem Konzert und da saß ich wie gebannt von der Violistin und dann sind wir mal zum Tag der offenen Tür gegangen. Dann habe ich gedacht, dann habe ich das erste Mal eine Geige gehabt, dann habe ich gedacht, ah ja, dieses Instrument möchte ich lernen. Also das fandest du echt cool, das Instrument, das fand ja? Ich echt. Ich heiße Cornelia Krause und ich möchte die Bratsche heute vorstellen. Die Bratsche, ihr kennt sicher alle die Geige, ist sozusagen die große Schwester von der Geige und sie klingt dunkler. Dunkler, nicht so hell, nicht so schrill und sie ist im Orchester ist sie ganz, ganz wichtig. Deshalb möchte ich einfach jedem die Bratsche mal ans Herz legen. Neben mir steht die Lisa. Die Lisa hat eine kleine Bratsche, ich habe eine große Bratsche. Trotzdem klingen beide ganz dunkel. Wir spielen jetzt einfach mal die ganz dunkle Seite, die C-Seite. So klingt nämlich die tiefste Seite auf der Bratsche. Die werdet ihr auf der Geige nicht finden. Also wenn ihr Lust habt, die Bratsche oder überhaupt Streichinstrumente und erstmal eine Geige auszuprobieren an der Musikschule, dann versäumt nicht, auch die Bratsche in die Hand zu nehmen. Vielleicht gefällt euch der dunkle, weiche Klang viel besser.